herzlich willkommen, Hare Krishna. Wir freuen uns, dass wir eine Premiere im Shakti Center feiern dürfen und beginnen. Das sind Pranams, da habe ich jetzt keinen Text mit. Geht aber dann von den Pranams einfach in den Hare Krishna Mahamantra über, der dann ganz oben auf dem Zettel steht. Also wer das kann, einfach mitsingen. Krishna Chaitanya Devan Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Shankaranitamscha Mukham Karoti Vachanam Bangum Langayate Girim Yad Kripadam Aham Vande Shri Guru Dinadarinam Ich erweise meine achtungsvolle Ehrerbietungen unseren geistigen Meister den Befreier der gefallenen Seelen, durch dessen Barmherzigkeit Stumme zu eindrucksvollen Rednern werden und Lahme imstande sind, höchste Berge zu wehren. Namam Vishnubhadaya Divya Jnana Pradayite Simati Paramadvaiti Svanulasi Rupine Sharanagata Bhaktapai Sudha Bhakti Vidayine Visuddha Bhakti Siddhanta Dhara Dharani Sevine Vishnubhadaya Krishna Prestaya Bhutale Simati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nivisesa Sunavadi Pasadyade Sadarine Namo Mahavandanaya Krishna Prema Pratayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurodvise Nama Namo Gopramana Divayo Gopramana Hitaya Cha Chakatitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadhara Si Vasanthora Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara
Wunderschönes Ram. Ram. Thank you.
Chanting the names of the Lord.
Zettel jetzt nur mehr gedreht, wo Krishna auf seiner Flöte spielt und die Kuh auf der anderen Seite.
Verzückt ist. Hego Winder, Hego Ball. Yeah, love.
ein transzendentales Roulette. Da zieht man irgendwas raus. Es steht auf jeden was Schönes drauf. Hier steht drauf. Diese Mantras sind wie eine transzendentale Weckuhr. Sie öffnen uns die Türe zur spirituellen Welt. Sie sind der Weg und das Ziel zugleich. Und Sri Krishna selbst begleitet uns dorthin in seiner Nama Rupa, in seiner göttlichen Form als Klang. Jetzt froh, dass ich nicht den Zettel gezogen habe. Da. Tolle Geschichte. Ja. Naja. Ein deutsches Lied, also eigentlich ein Lied in Bengali von Srila Bhaktivinoda Thakur und ja, ein sehr berührender Text. Heute ausnahmsweise mal ins Deutsche übersetzt. Das sind die gelben Zettel. Das versuchen wir jetzt. Ja, dann gleich einmal testen, wie viel Text geht, weißt du? Sonst müssen wir sie die einfachen, komprimierten nehmen, aber sonst gibt es natürlich auch einige schöne Texte da. Versuchen wir das mal mit zwei Zeilen im Wechselgesang. Die Sonne beendet rotglühend die Nacht, der Beste, der zweimal geboren. Der Beste, der zweimal geboren war. Mit ihm ziehen seine Geweihten von Nadja, sie lieblichsten Kirtan verbreiten. Mit ihm ziehen seine Geweihten von Nadja, sie lieblichsten Kirtan verbreiten. Tatai, Tatai. Schwingt die Mridanga zum Takte der Katas, es tanzt Chituranga. Versuchen in göttliche Harmonie, die Fußglöcke klingen zu Melodie. Versuchen in göttliche Harmonie, seine Fußglöcke klingen. Wir schmücken eure Körper, verschlaft euer Leben, euch wurde der heilige Name gegeben. Wir schmücken eure Körper, verschlaft euer Leben, euch wurde der heilige Name gegeben. Wir wurden alle als Menschen geboren, beschützt diese Gabe, sonst geht sie verloren. Oh, my God.
Thank you.
Se Milade. Sehr schönes Vrindavan-Mantra. Sri Sri Radha und Krishna ihre Lilas haben. Radhe, Radhe, Shyam Shri Milade. Radhe, 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 Shyam Shri Milade. Radhe, 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 Shyam Shri Milade. Radhe 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 Radh
Krishnas süßes Flötenspiel. Wenn Murali seine Flöte, wenn Murali Gopal auf seiner Flöte spielt, sind nicht nur die Gopis völlig betört von diesen lieblichen Klängen. Auch die Yamuna hört auf zu fließen und wartet, bis der Wind endlich einmal ein paar Staubkörner zu seinen Lotusfüßen, von seinen Lotusfüßen zu ihr herüberweht. Und auch die Tiere vom Vrindavan werden davon bezaubert und ihren Bann gezogen. Die vielen Vogelgesänge in den Bäumen verstummen. Die verspielten Affen hören auf, herumzutollen. Die Pfauen beginnen zu tanzen wie verrückt zu den Liebeshymnen von Krishnas Flötenspiel. Die scheuen Rehe beobachten den Herrn aus etwas Distanz. Scheu, doch mit großer Zuneigung. Die Kälber vergessen, vom Euter ihrer Mutter zu saugen, während aus ihren Augen Tränen der Liebe kollern. Alle Äste und Schlingpflanzen des Waldes drehen sich nur noch in eine Richtung. Und der barmherzige Wind hilft mit, dass nun auch die unzähligen Blätter der Bäume in den strahlenden herbstlichen Vollmondnächten Darshan nehmen können bei den Lotusfüßen des Herrn. Die Halbgötter beobachten dieses göttliche Spiel von hoch oben aus ihren schwanengleichen Himmelsgefährten und streuen von da eine Vielzahl wunderschöner Blumen auf den kleinen bläulichen Prinz von Vrindavan hernieder, dem lieblichen Flötenspieler, dessen bezaubernder Klang kein Herz widerstehen kann und unverzüglich vor Wonne zerfließt wie ein Stück Butter in der glühenden Mittagssonne. Jai Sri Krishna. Jetzt kommt ein ursprünglich ein Schlaflied. Wir haben es als Schlaflied gedacht. Im Radha Govinda Mandir haben wir das immer gesungen. Es hat aber dann nie funktioniert. Also wir sind immer lauter geworden und Krishna hat trotzdem nicht schlafen können. Also. Aber es ist halt so gewesen. So ausschaut wie Hindi, aber dann im zweiten Blick ganz leicht lesbar ist. Hey Radhika, hey Madhava, auf der gleichen Seite. Hey Radhika, hey Radhika, hey Radhika. Radhika, hey 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 Radhika.
Hey, Radhika.
Jai Jagannath. Wir haben heute Jagannath der Swami in dieser Form mitgebracht. Er steht bei uns zu Hause im, wie Guru Dev Varamadvaiti Maharaj sagt, im Lord Jagannath Vallabhai Eco Garden und ist dort, hat ein Jubiläum, 25 Jahre. Und das ist Grund genug, dass ich ihn in dieser Form mitnehmen durfte. Wir werden, also es ist, Lord Jagannath wurde da fertiggestellt, vor ein paar Wochen, 25 Jahre zurück, hat aber die letzten Pinselstriche mitten im Juli bekommen, das Jahr darauf. Und da wird man dann gerne ein schönes Fest machen für Lord Jagannath, 25 Jahre. Er ist jetzt und dann noch einmal. Und da ist es dann besser, im Lord Jagannath Garten ein Fest zu machen. Jetzt ist es nicht so ganz anziehend. Bereit für ein Experiment? Ein schönes Experiment. Es wird irgendwann wieder Liederhefteln geben, dann braucht sie dann nicht irgendwie bemühen, dass er die Zettel ein- und austeilt. Aber ich habe ein schönes, ganz ein schönes Lied von einem russischen Devoti, ein Herzenslied, das er seinem geistigen Meister gewidmet hat. Und dieses Lied würde ich gerne singen. Also wir singen es gemeinsam, das ist in Englisch. Steht nicht hier drauf, das wird ausgeteilt. Und ein paar Zettel rein, dass wieder halbwegs übersichtlich wird. Und dieses Lied, das singen wir gemeinsam. Zuerst in meinem Herzen, ich schaue jetzt absichtlich auf dich, in meinem Herzensrhythmus, falsch, also langsam, schnell und alles, also wir müssen es ja da irgendwie zusammenbringen. Und dann spielen wir es mit Rhythmus. Dann geht es für die meisten dann leichter, für mich nicht. Ich habe da einen anderen, sehr individuell, schön ausgedrückt, einen individuellen Rhythmus. Ihr könnt es mir ruhig ein bisschen bremsen, wenn ich schneller komme. In der ersten Variante, in der zweiten wird sie automatisch durch den Christian beschleunigt. Sweeter than life itself, you are here. I am a wanderer, you are my peace. I am a prisoner, you are released. Es podemos que closer than breath, you are the air. Sweeter than life itself. Jai Guru Dev, Jai Guru Dev, Jai Guru Dev.
Carry your heart in mine, fast in space. All that I am today is by your grace. I follow your footsteps through the flame. All that I ever need is in your name. Carry your Guru Deva ki jai. Der will doch eine Geschichte vorlesen, eine kleine Geschichte. Und zwar geht es doch um den Lehrer. Und den Wert und Wichtigkeit und auch die Haltung der heiligen Namen. Der Nachtwächter heißt die Geschichte. Und das ist, oder die unermessliche Kraft der heiligen Namen des Herrn. Der Herzenslieder, wo nicht die Perfektion des Gesanges zählt, sondern die innere Haltung, die Liebe und Hingabe, die
Bhakti, Prema Bhakti. Vor langer Zeit lebte in Vrindavan ein Nachtwächter, der einen der vielen Tempel Krishnas vor Dieben beschützen musste, denn im Innersten des Tempels befand sich eine wunderschöne Bildgestalt, dessen Krone einen riesigen Diamant schmückte. Die ganze Nacht sang der Mann fromme Lieder zu Ehren des Herrn, genannt Bhajan. Eines Nachts ging der Tempelvorsteher, ein ehrwürdiger Brahmane, der auch zugleich ein geübter und im ganzen Land bekannter Musiker war, an den Tempeltoren vorbei und hörte einen alldurchdringend, ziemlich misstönenden Gesang, der da aus dem Inneren an sein Ohr drang. Schnellen Schritts trat er ein und schrie den singenden Wächter an: Hör sofort auf mit dem Lärm, deine grobe Stimme stört nur den Frieden dieses Tempels. Weißt du nicht, dass Krishna zu dieser Zeit längst schläft? Verschwinde von hier und komm nie wieder. Der erschrockene Wächter sprang blitzschnell auf und entfernte sich in Windeseile. Nach ein paar Minuten der Besinnung verhebte der Zorn des Brahmanen und ihm wurde klar, dass er etwas übereilt gehandelt hatte, denn nun war außer ihm niemand da, der nun den Tempel bewachen konnte. Also beschloss er, die Nacht über selbst hier zu bleiben und am nächsten Morgen nach einem neuen Wächterausschau zu halten. Eine knappe Stunde war vergangen, als der Brahmane das Geräusch von schweren Schritten aus dem Inneren des Schreins dringen hörte. Die werden dann immer sozusagen, der Schrein hat dann meistens so schwere Holztore, die man dann dazu macht. Und Krishna ist da längst, sollte da längst schlafen. Verwundert, prüfte der die beiden Eingangstüren, aber diese waren nach wie vor verschlossen. Selbstverständlich, niemand hätte sich an ihm vorbeischleichen können. Nun presste er sein Ohr gegen die schweren Holztore des Schreins und siehe da, die Schritte waren immer noch zu hören. Er befürchtete, dass ein ganz gerissener Dieb vielleicht einen geheimen Weg in den Schrein gefunden hatte. Deshalb schloss er nun vorsichtig die Tore zum Schrein auf und stürmte zugleich hinein. Zu seinem Erstaunen stellte er fest, dass dort die Bildgestalt von Sri Krishna vom Altar heruntergestiegen war und ungeduldig auf- und abschritt. O gesegnete Nacht, dachte der Brahmane, all meine guten Werke wegen ist Gott Krishna selber gekommen, um mich persönlich zu ehren. Herr, rief er und fiel auf die Knie. Welchen Umstand habe ich diese Ehre zu verdanken? Und Krishna, ich kann nicht schlafen, sagte Krishna. Der Brahmane war einen Augenblick lang verblüfft, doch er fasste sich schnell. Ich werde für dich singen, Herr. Ich bin ein sehr geübter Musiker. Er holte seine Tambura aus dem Nebenraum und begann im klassischen Rhythmus dieselben Bhajans zu singen, die er zuvor vom Nachtwächter gehört hatte. Er beherrschte das Instrument vollkommen und traf jeden Ton in voller Perfektion. Nachdem Krishna mehrere Minuten etwas gelangweilt zugehört hatte, machte er schließlich eine abwehrende Handbewegung. Ich habe klassische Ragas jahrhundertelang gehört und könnte sie noch besser singen als du. Nein, ich brauche den Gesang dieses Wächters. 15 Jahre lang habe ich seinen lieblichen Gesang gelauscht und nun ist das Einzige, das mir wirklich Ruhe verschafft. Aber Herr, wandte der Brahmane ein, dieser Mann verfügt über keinerlei Gehör und er singt durch die Nase. Erlaubt mir, meine Tambura zu spielen und entspannt euch bei dem Klang. Geh mir nicht auf die Nerven, sagte Krishna schon leicht ungeduldig und hol sofort diesen Mann wieder herbei. Der verschreckte Brahmane unterließ jede weitere Widerrede und eilte so schnell er nur konnte zum Haus des Nachtwächters. Von innen drang schluchzend an sein Ohr und er klopfte an die Tür. Nach einiger Zeit öffnete der Wächter, Tränen rollten über seine Wangen. Warum weinst du? Fragte der Brahmane. Weil ich aus meinem geliebten Tempel vertrieben worden bin, jammerte dieser. Mein ganzes Dasein ist nichts wert, wenn ich es nicht in Hingabe an meinen geliebten Herrn darbringen darf. Du hast Glück, sagte der Brahmane etwas verbittert. Krishna in seinen Schrein ist zum Leben erwacht und verlangt, dass du wiederkommst und für ihn singst.
Nun waren es Freudenstränen, die aus den Augen des Wächters flossen. Umgehend folgte er dem Brahmanen zum Tempel. Als sie ankamen, schritt Krishna noch immer ungeduldig auf und ab. Ich konnte nicht schlafen, nachdem du weggegangen bist, sagte er. Bitte verschließe die Tür und beginne wieder mit deinem Bhajan, so wie du das jeden Tag machst. Der Nachtwächter war auf die Knie gefallen und sah staunend mit großen Augen auf Krishna auf. Der Brahmane musste ihn leicht schütteln, bevor der Mann sich überhaupt fasste und wieder zu singen begann. Sein Gesang war misstönend wie eh und je und seine Stimme schwankte noch mehr als zuvor. Und der Brahmane zuckte innerlich zusammen bei der Befürchtung, Krishna würde sie nun beide bestrafen, weil sein Ohr durch solche Laute beleidigt wurde. Aber dann blickte er zu Krishna auf und sah in dessen Gesicht nun tiefste Zufriedenheit. Und plötzlich hörte er einen Klang in der Stimme des Nachtwächters, die schon immer in ihr gelegen haben musste, die aber bis jetzt von ihm nicht wahrgenommen worden war. Es war so, als habe er die Lichtreflexe an der Oberfläche eines See betrachtet, die erst durch einen veränderten Blickwinkel die Makellosigkeit der darunterliegenden Tiefe zu erkennen gab. Der Brahmane hatte in ganz Indien selbst Konzerte gegeben und oftmals anderen großen Sängern und Musikern gelauscht, aber noch nie zuvor hatte er einen solchen Klang gehört. Dieser wundersame Klang, klare Klang erfüllte und durchdrang sein Innerstes und er begriff plötzlich, dass alles, was er zuvor gehört hatte, nur Töne und Melodien waren und das, was er nun vernahm, reine Liebe, Prema war. Zum ersten Mal in seinem Leben empfand er ein Gefühl ungetrübter Glückseligkeit. Die Nacht ging allmählich zu Ende, während der Wächter noch sang, kehrte Krishna zufrieden auf seinen Altarsockel zurück und nahm die gewohnte Stellung ein, die uns ja allen wohl bekannt ist. Als sich der Himmel im Osten rot zu färben begann, hörte der Wächter auf zu singen und warf sich vor Krishnas Bildgestalt flach auf den Boden und noch immer rannen in Tränen der Freude über das Gesicht. Lange Zeit wartete der Brahmane darauf, dass der Mann endlich aufstehen würde. Als er dann schließlich meinte, die ersten Andächtigen würden gleich in den Tempel kommen, ging er zu den Wächtern hin und sagte, du kannst jetzt aufstehen, dein Dienst ist vorüber, geh nach Hause und schlaf dich aus. Aber der Wächter reagierte nicht. Der Brahmane schüttelte ihn sachte und der Körper des Mannes rollte zur Seite. Seine Seele hatte sich erhoben, um bei seinen Herren ewiglich zu verweilen. Und obwohl sein Körper tot war, leuchtete sein Gesicht vor Glück, sein Körper schimmerte wie die Morgensonne und der Tempelschrein war erfüllt von Licht und Liebe. Eine so schöne Geschichte, einfach die, das sollte nicht entschuldigen, dass irgendjemand schlecht singt oder so. Aber das ist einfach für mich sehr berührend. Die mich schon sehr lange begleitet. Gibt es noch jemand, der was singen möchte? Weil sonst singe ich weiter. Wenn ich sagen muss. Gut, die drängen sich nicht. Vande Krishnananda Kumara, das ist noch hier drauf, auf dem blauen, auf der ersten Seite. Haben wir zuerst ausgelassen. Nanda Kumara, Hare Krishna.
Ein bisschen mehr Text sein darf, habe ich einen ganz schönen Mantra. Den haben wir, glaube ich, noch nicht gesungen in dieser Runde. Radhe Shyam. Radhe Shyam. Shyam Sundar, da hat die Radhe Shyam Zettel aus für euch. Shyam Sundar, Radhe Shyam. Einfachen, aber herzestiefen Lieder von Vraja. Thank you.
einen Zettel? Oder jeder wird kein anderes zu wenig sein. Jayo. Madhava Madana Murari Radhe Shama 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 Jayo. Jayo Keshava Kali Malhari, Shama Shama Shama. Jayo Keshava Kali Malhari, Shama Shama Shama. Kundala Madhura Vishale Gala Sumaya Vaya Sandhari. Kundala Madhura Vishale Gala Sumaya Vaya Sandhari. Thank you.
Thank you.
Seite von versammelten Brüder und Schwestern, Freunde. Mancha Kalpa Darupas Chakripa Sindhu Bareva Chapatita Namba Vaishnaveb Namo Namaha. Vielen Dank für Ihre Gemeinschaft. Es ist schön, allein zu singen, aber es ist unglaublich schön, mit so vielen netten Stimmen, netten Seelen Inspiration zu bekommen. Danke.